Hallo, so Leute, zu einer Runde Rocket League mit dem Freddy! Hi! Wir haben uns gerade mal seit Ewigkeiten haben wir das Spiel mal wieder angefasst. Oh ja. Mit der Kenntnis des neuen DLCs. Mit den richtig schnieken Autos hier. Wuhu! Boah. Okay, und fehlen können. Ein bisschen mehr blau. Ach so, ja, okay, das wusste ich. Oh, was tue ich denn da? Schön, dass du da bist. Ja, klar. Mhm. Immer doch. Mein Bus. Nicht mein Ball. Was machst du? Den Gegner Vorsprung geben. Ja. Der hat so einen tollen Namen. Der heißt Pater Feufei. Pater Feufei. Zum Nikolaus. Auf meiner Bombe steht Bumm drauf. Dann mach jetzt auch mal Boom. Oh, ja, schön hast du Boom gemacht. Ja, hab ich Boom gemacht in der Hose. So, dann machen wir noch. Safe, ganz safes Ding. Ja. Concentration, please. Da steht Boom auf meine Bombe. Ich hab ein rundes Ding mit einer Lunte. Und das ist ein ganz schönes Tor. Wow, das ist wirklich ziemlich geil. Ja. Ich hab noch überlegt, was sich auf Bombe reimt, und du machst, knallst das Ding einfach in Winkel. Und Winkel reimt sich nicht auf Bombe, das ist scheiße. Was machst du denn da? Ja, tut mir leid. Ja, hoffe ich doch. Ich brauch Boost. Boost tut gut. Oh, nette Vorlage. Ja. War gewollt. So, Patafoll. Boom gemacht. Safe. Hui. Ja. Was hat Boom gemacht? So richtig behindertes Ding. Aber wenn sie vorne Scheiße bauen, sind sie selber schuld. Ja. So. Wow, wir haben erst eine Minute 30 aus der Partie. Ich komme schon sofort, ich habe schon wieder 10 Minuten gespielt. Hui. Hämmer wir doch auch, oder? Ja, schon. Das ist nur eine Montage aus 20 Spielen. Woo! Nein, du bist nicht Pater Feufer, du darfst das nicht. Oh, danke, Alfred. Ich stehe im Tor. Safe. Oh, sehr gut. Und der hat eine schöne Rolle gemacht. Okay. Okay. Das sieht schön aus, was du da tust. Ah, Pater Feufer. Nein, Kissner oder wie auch immer. Wie heißt denn der? Da ist Pater Feufei auf jeden Fall. Hallo, mein Name ist Pater Feufei und ich möchte hier CEO von Goggle werden. Feufei und Boom. Feufei und Boom. Boom. Hallo! Ja! Als ob! Oh, Boom. Guck ihn dir an! Boom! Oh, sehr schön, sehr schön. Ich spring halt mal am Ball vorbei, naja. Ja, aber safe, du wusstest, dass ich den mache, das war angetäuscht. Ja, woohoo. Klar. Oh, jetzt habe ich gerade Banjo-Kazooie im Kopf. Sounds. Kennst du das, wo die Eisbären die Geschenke kriegen ja, sollen? Ja. Das habe ich früher viel gespielt. War auch ein richtig cooles Spiel. Ja, oh, ja. Was mache ich hier? Der Nintendo 64. Oh. Hi. Wo ist denn der Ball? Nein, wir machen keine Werbung. Der Ball, der ist bei mir. Oh. Als ob du den jetzt eine Vorlage gegeben hast. Das warst du. Nein, ich war da nicht dran. Ich wollte drüber lupfen, schau mal. Ja, warte. Ich bin drunter hergefahren. Oh. Weil ich wollte ihn weghauen und du hast ihn über mich drüber gelupft. Von mir sah es so aus, als ob du nochmal runtergedrückt hast. Nö. Das war einfach nur sehr schön gespielt von dir. Ja. Pater Feufei bald erster an dem Ball. Yoshi kommt angeflogen, macht das mit Krawall. Ja, so fein gemacht. Ja. Danke, Pater Feufei. Zack. Schön gestealt, dass du den nicht machst. Piep. Halt ihn fest! Der hat eine Bombe!
Okay. Ja, gut. Dann mische ich da mich halt mal mit ein. Uhu! Hui! Aber das. Fandst du das, das Rennen gegen den Eisbären auf dem Schlitten auch so schwer? Ja. Als Kind? Oh, das ist wirklich hart. Ich weiß noch, wie ich da richtig verzweifeln war. Wuhi! Also ich habe einige Versuche gebraucht. Die ganzen Puzzleteile da zusammensammeln. Ja. Oh. Irgendwo, ich will das Spiel wieder spielen. Jetzt sofort! Komm, wir let's play this! Oh, wenn das im Koop gehen würde, das wäre so geil! Ha! Das wäre nice. Ha. Okay. Guck mal, ich hab dir sogar geholfen. Komm, Patafoi, vorhin. Patafoi. Oh. Was macht denn ihr da? Sieht sehr ästhetisch aus. Oh. Ja, wir haben uns ganz doll. Oh. Schon wieder der. Was macht ihr denn da? Ich springe jetzt mal zwischen. Batz. Als ob ich den wirklich getroffen habe. Ich hab nur einmal auf Springen gedrückt. Okay. Ja, mach das mal. Komm, Yoshi. Ja, jetzt habe ich ihn dir vorlegen wollen Platz. Hier. Hast du doch. Ich musste nur am Gegner gerade vorbeispielen und jetzt nochmal. Zack, war es schlechter. War ein Gegner im Weg. Ich habe keinen Boost. Ich auch nicht. Ah, safe. Ganz safe. Safe, safe, that's dance, pop. Woohoo! Ich hab mir zu Banjo-Kazooie das 100% Let's Play angeguckt von Domtendo. Das war gut. Okay. Muss ich mal reinschauen. Ja, aber eigentlich muss man das selber auf 100% spielen, ne? Es ist auch relativ einfach auf 100% zu spielen. Das ist also zumindest der erste Teil. Also Banjo-Kazooie! Banjo-Tooie war wieder ein bisschen nerviger. Das hab ich jetzt Nein, Alter! Oh, komm! Ja, guck mal, das kann man den nochmal gönnen. Nee, ich muss jetzt ehrlich mal sagen, Banjo-Tooie habe ich jetzt noch gar nicht gehört. Banjo-Tooie ist der, wird sogar im Banjo-Kazooie angezeigt, dass Banjo-Tooie direkt als Folgeteil kommt. Okay. Hat da jemand den Abspann nicht geguckt? Nö. Nie die Hexe besiegt? Nein, gar nicht. Nein, das darf kein Tor. Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe schon ewig nimmer. Ich wollte es dem letzten Mal spielen, aber mein N64 spinnt irgendwie. Alter, eine Portal Potato. Ja, die ist ja sexy als Antenne. Ja, ich auch bekommen. Ja, direkt mal anlegen. Komm, die legen wir direkt mal an. Na, jetzt das Match suchen. So, schön nochmal einen Schokoriegel essen. So einen kleinen für Kinder. Ah, hast du den zum Nikolaus bekommen? Ja, habe ich von der netten Mutter bekommen. Von Mutter Keks. Ich hab ein Überraschungsei bekommen. Oh, voll geil, das große? Nee, ein kleines. Und von meiner Schwester habe ich Milka-Schokolade bekommen. Milka-Schokolade ist gut. Komm. Es soll Tasse mit Weihnachtsmännern. Oh nein, der hat mich noch angebumst. Der Sausack. Oh. Soll ich dich hier nicht pusten lassen? Also ich muss. Ja, mach den nochmal rein. Kreuz. Ah. Also ich muss sagen, die Potato wackelt ziemlich geil im Wind. Ich hab Boom gemacht. Also den Boom-Schriftzug vermisse ich schon ein bisschen. Aber die Potato ist auch schon ziemlich nice. Komm, jetzt muss mal der Ball hier weg. Ja, jetzt tun wir hier bitte mitspielen. Okay. Und du was möchtest? ja. Oh. Das war sehr schlecht. Ja. Zatter-Style. Guck mal, sieht man nicht. Oh, guck mal, wie ich da noch vorbeifliege. Hä? Der hat gar keine Antenne, oder? Das ist der Zurück in die Zukunft-Wagen. Ah, okay. Den gab's nur als Komplettpaket. Als ein Auto. Stimmt. Das gibt's als DLC. Genau, hab ich auch. Muss ich mal irgendwann nochmal zeigen. Das muss ich ja mir noch holen. Das ist cool. Back to the Future DLC. Irgendwie so in die Richtung. Da. Oh, ich hab wohl eine Runde damit aufgenommen. Echt? Die Melodie habe ich, glaube ich, öfters gesummt. Oh, sehr schön, sehr schön. Ich block den anderen. Ja, okay. Ist sowieso safe. Oh, das war sogar. Ich hab sogar eine Vorlage bekommen. So, nice. Aber den da habe ich noch weggedrängt. Die ist jetzt nicht. Aber wäre sowieso reingegangen. Mhm. Aber für meine Seele ist das Balsam. Wie Kartoffelsaft. Von meiner super geil antennierten Kartoffel. Geht sogar. Wow. Ja, okay. Zack. Boost mitnehmen.
Das ist ein Ohrwurm von der Melodie. Zack, erstmal nach vorne. Ja, ruhig mal direkt aufs Tor schießen können. Oh, wie knapp. Okay, das war schlecht. Ah, nein! Ja. Eigentor noch. Ja, okay. Der war so reingegangen. Wir müssen es ja spannend halten, so wie im letzten Spiel. Kann nicht jedes so ein Spiel wie von Tim und mir letztens werden, wo wir Deutschland gegen Brazilien gespielt haben. Brazilien? Ja, wir haben das 7-1 von Deutschland-Brasilien zweimal nachgestellt. Okay. Und beim zweiten Mal stand es dann 6-1 und da liefen die eiskalt, die Penner. Feige. So 20 Sekunden vor Schluss, wer hätte das doch gemacht? Das war so bitter. Okay, ich fahre mal zurück, wir haben sowieso gerade nichts. Okay. Ich stehe schlecht. Okay, nehme ich drauf. Okay. Ah, Mann, weg damit! Nö. Oh, sehr gut. Oh, deiner? Hätte ich gekriegt vom Wendekreis. Zack. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, da ist er. Okay, der. Nein! Ihr Kacker! Ihr doof Fratzen, ihr. Du doof Mann! Nicht Richtung Tor. Oh. Ey. Ui. Safe. Nein! Nein! Ach komm. Als ob ich ihn auf die Nase geschossen habe. Beide jetzt drin sein müssen. Oh, dann aber so knapp. Ja. Mann! Hast du. Sehr gut. Mann! Nein! Ja! Oh. Der Wühlkönig! Puh! Das war knapp. Weil hast du mich schön noch gebremst, das war sehr nett von dir, weil sonst wäre ich mit zu viel Tempo da reingegangen. Gewollt! Es war alles geplant. Safe. Ich muss, ja? Ja. Mach du mal. Was haben wir für ein Ping? Oh, das geht ja so. Wow, wir haben gleich mit einem schlechten Ping, muss ich sagen. Komm her. Ja, ich sammle Boost. Was ja. Machst du? Ich sammle Boost und trage Melonen. ach so, falsch rum. Ich habe dieses Design von diesem Auto noch nicht so hundertprozentig verstanden. Das sieht von vorne und hinten ähnlich aus, bloß dass hinten so ein komischer Turbine dran ist. Oh, sehr schön. Immer auch schön. Ja, ja, ist safe. Patz, weg damit. Boost nehme ich nochmal kurz. Ja. Hast du, sehr gut. Oh, nein, komm, lande. Sehr schön. Nein! Oh nein, ich habe nur hochgespielt. Okay. Boah, jetzt hast du mir auch noch so Booster genommen hier. Anwesend! Okay, du bist drauf. Okay, dann geh ich nochmal. Oder auch nicht. Hinterher! Oh mein Gott. Oh nein, Tor, geh aufs Tor! Okay, der schießt dein Leben. Okay, der schießt dein Leben. Ich habe das Gefühl, wir müssen uns ja doch mal anstrengen hier. Dezent. Noch einen Boost in der Ecke hier? Ja, danke. Hallo, mein Name ist Yoshi. Ich booste dich gerne weg. Okay. Wuhu! Ja. Wuhu! Wii! Wuhu! Wie diese, vor allem diese gehüpften Geschenke. Diese hüpfenden Geschenke damals bei Banjo-Kazooie. Das war die coolste. Im Level. Das ist einfach ein Traum. Oh, ja, ich muss das nachher spielen. Es war auch so ein Level. Ich glaube, ich spiele das nachher echt noch. Es war auch so ein Level, das hast du gehasst, weil du die ganze Zeit dieses, vor diesem Schneemann, dieses ho, 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 ho. Und dann haben sie dir wieder einen Schneeball in die Fresse geworfen. Anwesend. Oh, danke dir. Das Level mit dem Pinguine. Ist das nicht das sogar? Doch, müsste es so sein, da. Ist ja das Eislevel. Ja, ja, doch, das Eis. Und dann immer dieser Scheiß. Ich fand die Schneemänner am schlimmsten. Und dieses. Ho, 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 ho. Und dann haben sie wieder einen Schneemann in die Fresse gehauen. Jetzt weiß ich, welches Level das war. Auf jeden Fall war Frosty mit dem Namen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie es genau heißt. Boah, ich habe ein Level gehasst mit dem U-Boot. Klenkers. Mir fällt der Name von der Level selber. Ich glaube, Klenkers Cavern oder sowas. Aber das war schon ziemlich cool.
Es ist ein gelungenes Spiel, also. Mhm. Eins der besten. Was ich auch gerne gespielt habe, war von Zelda. Oh. Ocarina of Time. Ocarina of Time, das war wirklich gut. Safe! Und wenn, ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, was für ein Spiel ihr toll findet. Dann, oh, ein Portal kommt. Sexy. Ich habe eine North Goth Antenne. Oh. Gut, dann schreibt mal in die Kommentare, was ihr für alte Spiele auch gut findet und womit ihr eingestiegen seid. Auch vielleicht zum Beispiel so in die Spieleszene. Außer Minecraft, das braucht jetzt nicht jeder schreiben. Es geht gerade hauptsächlich um die Spiele, die noch vor 2000 sind. Es geht eher um Spiele, die eine Story haben. Okay. So oder so, danke ich euch fürs Zuschauen, dir fürs Mitspielen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss. Ciao.